Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wer in den Community-Tab geschaut hat, hat gemerkt, ja, das Spiel stand mehr auf der Kippe oder diese Prognose stand mehr auf der Kippe als ein Müllwagen. Es hat trotzdem geklappt, es ist sehr kurz, trotz des Derbys, tut mir leid, aber es ist was da. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Mainz gegen Hertha. Den Auftakt in Spieltag 7 machen Mainz und Hertha BSC. Die Hertha holte ein 2:2 gegen Leverkusen respektabel. Mainz verlor 4:1 in Hoffenheim. Da lief einiges schief. Jetzt war Wiedergutmachung angesagt. In der 5. Minute hatte dann auch Mainz in Person von Stach die erste Chance. Christensen aber mit der Parade. Die Hertha aber auch durchaus nach vorne mal aktiv. Das ist in der 40. Minute Luke Bacchio. Im Endeffekt zu ungefährlich. Es war unter dem Strich ein schon offenes Spiel. Aber es hatte auch noch Luft nach oben. Aber dann die Hertha. Sie wurde stärker und durch Wilfried Kanga ging sie dann in der 54. Minute mit 1:0 in Führung. Zu kurze Distanz, nicht zu machen für Zentner. Und jetzt hatte die Hertha Blut geleckt. Serdar 0:2. Noch lange Zeit fraglich gewesen. Blitzheilung. Und so markiert er das 0:2. Das Ende vom Lied sang dann Marvin plattenhart und in wundervollster Sonate singt er uns den oben in den Winkel. 87. Minute 0:3 am Ende. Ein etwas zu hohes Ergebnis, der Sieg geht aber auf jeden Fall durch den zweiten Durchgang bedingt in Ordnung. Hertha holt 3 Punkte in Mainz. Bayern 04 Leverkusen hat sich zumindest mit dem Champions League Spiel gegen Atletico Madrid ein bisschen aus der Krise geschossen, aber in der Bundesliga läuft es einfach nicht und so lief es hier auch schlecht gegen den SV Werder Bremen, 19. Minute 0:1, Marvin Ducksch, der noch so unglücklich gegen Augsburg zuletzt einen Elfmeter in der Schlussminute verschoss. Hier macht er das so wichtige 1:0 für die Gäste. Aber Leverkusen logischerweise die favorisierte Mannschaft, trotz der Umstände, trotz des guten Saisonstarts der Werderaner, trotz des schlechten Saisonstarts von Leverkusen, hat eigentlich die Bayer 11 hier den Anspruch zu gewinnen zu Hause gegen Werder Bremen, gegen einen Aufsteiger, wohl bemerkt, aber es stand nach 45 Minuten weiterhin 0:1. Leverkusen aktiver, Hatznodoi mit dem Ballgewinn und Sadar Asmun verschenkt diese Möglichkeit, verschludert sie, wirft sie weg. Das ist eigentlich das sicher geglaubte 1:1. Pavlenka, auch angeschlagen ausgewechselt gewesen, war mit von der Partie. Stunde gespielt. Werder jetzt auch mit Fehlern, aber sie konnten sich dann eben auf ihren Schlussmann da zwischen den Pfosten verlassen. Andrich, der hier nachsetzt, traf ja auch gegen Atletico Madrid. Hier aber scheitert er am starken Werderaner Schlussmann. Und es war auch dann schon das Endergebnis. Leverkusen hatte zwar noch die Chancen, schaffte es aber nicht mehr auszugleichen und verliert zu Hause gegen Werder Bremen. Der VfB Stuttgart holte einen respektablen Punkt in München, nun gegen Eintracht Frankfurt, die mit dem ersten Champions-League-Sieg der Geschichte hier breitbrüstig auffahren. 14. Minute aus der zweiten Reihe ist es Djibril Sow, der den ersten Schuss markiert, die Pike aber von Anton, sie verhindert Schlimmeres. Der VfB Stuttgart dann mit Wanyoman, der wird nicht angegriffen und da ist Siro Girassi mit dem 1:0 für die Schwaben. Girassi, der auch traf gegen die Bayern, die Nerven behielt. Der macht ein gutes Spiel und zeigt, wie wichtig er hier für den VfB noch werden kann. Aber kurz vor der Pause hatte Götze noch die passende Antwort parat. 41. Minute, unglücklich abgefälscht. Diesmal kann Anton nichts mehr machen. Müller aber auch durch diesen eben noch abgefälschten Ball ohne eine Abwehrchance. Durchgang Nummer 2, Eintracht Frankfurt, das aktivere, das bessere Team, Kolo Muani, ein unfassbar wichtiger Transfer, also den muss man auch erstmal so aus dem Hut zaubern, der macht eine starke Saison, ist nicht unbedingt der Knipser vom Dienst, aber unfassbar wichtig für das Offensivspiel und Dina
Ebimbe hat in der 76. Minute mit diesem Geniestreich dann trotzdem die Führung erzielt für die Eintracht, die auch aktiver war im zweiten Durchgang, kurz vor dem Ende. Aber nochmal Guirassy. Es gelang aber nicht. Das nächste 2:2 für den VfB in der 90. Minute, denn Guirassy scheitert an Kevin Trapp. So bleibt es am Ende beim 1:2. Kein schlechter Auftritt des VfB Stuttgart. Frankfurt war aber effizienter und holt sich somit nicht unverdient die 3 Punkte aus der Mercedes-Benz Arena. Derbyzeit, BVB gegen Schalke 04. Favorisiert sind die schwarz-gelben. Schalke holt aber den ersten Sieg gegen Bochum. Jetzt folgte eben das nächste Derby, das noch etwas größere Derby, das aber besser losging für den BVB. Julian Brandt mit dem 1:0 Führungstreffer. Starker Auftritt gegen Manchester City, starker Auftritt jetzt gegen Schalke 04 und Schalke war hinten zu anfällig. 32. Minute Marco Reus zum 2:0. Pausenstand, Schalke 04 nach vorne, zu harmlos, da konnten sie nicht viel kreieren und defensiv eben doch zu löchrig. BVB setzte nach, Modest findet Reyna in der 53. Minute, dann wohl schon die Entscheidung, was Königslau hier zeigte, war einfach zu wenig. Aber auch eben dem geschuldet, dass Dortmund individuell deutlich besser besetzt ist. Da konnte man Schalke nicht so viele Vorwürfe machen. Sie stemmten sich dagegen. Am Ende war es ein standesgemäßes 4:0 in der Höhe, aber auch absolut verdient. Klare Angelegenheit. Schalke konnte hier eben nicht mithalten. Verliert deutlich und muss nach dem ersten Saisonsieg die nächste Saison Niederlage hinnehmen. Der FC Augsburg stellt dem FC Bayern zu Hause vor allem gerne mal ein Bein. Die Bayern wollten hier nach dem Sieg über Barcelona aber gar nichts anbrennen lassen, dominierten das Spiel und konnten in der 31. Minute durch Mané mit 1:0 in Führung gehen. Der fasst sich ein Herz aus der Distanz, hat ja jetzt auch einige Spiele nicht mehr getroffen, aber hier war er mal wieder gefragt. Gnabry auf Mané, 0:2, 39. Minute, das war dann doch eine relativ klare Angelegenheit. Das ging zu schnell für den FCA, der 2 Siege holte in dieser Saison. Diese aber beide auswärts, zu Hause bislang haben sie noch gar nichts gerissen. Dann hatte aber Demirovic diesen Geniestreich auf dem Fuß in der 63. und markierte tatsächlich den Anschlusstreffer, der aus dem Nichts kam zu diesem Zeitpunkt. Die Frage stellte sich, wird es jetzt wieder spannend? Kurz vor dem Ende wurde sie dann von Gnabry verneint. 88. Minute, das 1:3. Verdienter Sieg, geht auch so mit diesen 3 Toren in Ordnung. Augsburg präsentierte sich gut, aber steht am Ende natürlich mit leeren Händen da. Topspiel am Samstagabend zwischen Gladbach und Leipzig. RB verlor im Champions-League-Spiel, Gladbach konnte sich ausruhen, ist aber doch arg verletzungsgebeutelt, auch in der Defensive. Und dementsprechend musste sich noch alles hinruckeln, es klappte noch nicht so gut, Schlager mit dem frühen 1:0 für Leipzig. RB ja sowieso verbessert, seit Marco Rose dabei ist. Gegen Dortmund gab es eine 3:0-Gala, hier Emil Forsberg um ein Haar mit dem 0:2. Nach dem 0:0 in Freiburg wollte Gladbach zu Hause dann eigentlich nachlegen und konnte vor der Pause zumindest mal den Ausgleich etwas glücklich erzielen. Markus Thüram aus der Drehung. Da sieht Gulaschi nicht gut aus. Das ist eine kurze Distanz. Trotzdem richtig doll war der nicht geschossen. So geht es mit einem Unentschieden erstmal in die Pause. Besser raus kam dann aber wieder der Gast aus Leipzig. Nkunku zu Haidara. Doch, den dürfen wir sowieso nicht vergessen, hat Gladbach Jan Sommer da hinten, der hier wirklich aus kurzer Distanz keine lange Reaktionszeit hat und trotzdem
den Ball pariert. Die letzte Chance gehörte aber Gladbach. Manu Kone. Doch zu harmlos dieser Schuss. Kein Abseits, hätte gezählt. Aber er bekommt den nicht druckvoll genug aufs Gehäuse. Und so bleibt es am Ende beim schiedlich-friedlichen und auch verdienten 1:1. So unglücklich die Europa League-Saison bisher für Union verläuft, so super klappt es in der Bundesliga. Tabellenführer, ja, das muss man nicht unbedingt immer anführen, aber es ist doch zumindest mal bemerkenswert. Jetzt zu Gast der VfL Wolfsburg, der die ersten drei Punkte, also den ersten Dreier, einsammelte. Fünf haben sie jetzt auf dem Konto, sie wollten nachlegen. Der Sieg in Frankfurt war ihnen noch nicht genug. Hier die Chance, die knapp aber am Pfosten vorbeigeht. Wolfsburg aber klar spielbestimmt im ersten Abschnitt. Das ist Brekalo, der von Arnold im Strafraum bedient wird. Und da darf sich Union bei Renault bedanken, dass es zur Pause 0:0 steht. Das war sehr glücklich für Eisern Union. Ja, das Pensum ist hoch. Sie haben viele Spiele. Aber es war dann doch am Sonntagnachmittag bis dato etwas zu wenig. Es wurde nun aber besser. Wolfsburg riskierte viel und wurde dann ausgespielt. Haberer im Doppelpassspiel mit Jordan. Jordan, spitzer Winkel, nicht zu spitz für einen guten Abschluss. Und so steht es dann 1:0 für Union. Klar musste Wolfsburg mehr machen. Jordan sah dann den aufgerückten Haberer. Haberer hat das Auge für Becker. 2:0 in der ersten Minute der Nachspielzeit. Die endgültige Entscheidung in einem ausgeglichenen Bundesligaspiel, in dem Union am Ende aber den kühleren Kopf behielt. Wolfsburg muss nach dem Saisonsieg, den ersten in Frankfurt, die nächste Niederlage hinnehmen. Der VfL Bochum steht weiterhin punktlos da. Man hat sich nun von Thomas Reis getrennt. Zu Gast ist der erste FC Köln, der gut spielte im Europapokal in der Conference League und hier auch in der 8. Minute wieder mal nachlegte. Elias Giri 0:1. Köln spielt eine gute Saison. Aber der VfL Bochum, er zeigte eine Trotzreaktion. Simon Zoller mit dem 1:1 in der 24. Minute. Irgendwann muss man anfangen zu punkten, ansonsten ist das rettende Ufer schon zu weit weg. Hier ist es das 1:1, das kurz vor der Pause aber noch einmal verschönert wurde durch Philipp Förster, der in der 45. Minute sogar noch das 2:1 erzielt. Bochum drehte das Spiel, die Führung von Skiri hatte dann schon keinen Bestand mehr. Und Bochum kam auch stark aus der Pause. Das ist mal wieder Förster. Skiri unglücklich vor den Fuß abgewehrt. Ist ihm aber kein Vorwurf zu machen. Förster nimmt das dankend an, markiert das 3:1. Köln reckte und streckte sich, schaffte es aber bis dahin nicht zum Anschluss. Erst in der 82. Minute abermals durch Skiri traumhaft das 3:2. Welches aber zu spät kam. Köln kam nicht mehr zurück, Bochum holt die Saisonpunkte 1 bis 3 und ist wieder im Geschäft. Freiburg darf zum zweiten Mal in Folge den Spieltag beschließen. Zu Gast in Sinsheim die Rotgekleideten mit dem Sieg im Europapokal durchaus beflügelt. Und sie hatten auch die erste gute Chance, aber da stand noch der Pfosten im Weg. Es war auch eigentlich die einzig gute Chance im ersten Durchgang. Von Hoffenheim nach vorne zu wenig zu sehen. Freiburg klar besser. Aber Hoffenheim hielt bis dahin die Null. Bis dahin, denn dann schepperte es wirklich fast. Oliver Baumann eigentlich zu weit vor seinem Kasten, kriegt ihn trotzdem rausgewischt. Dann wachte Hoffenheim auf, spät, aber nicht zu spät, Fragezeichen. 70. Minute, Flanke von der rechten Seite, Sildilja unglücklich abgewehrt. Ritter zum Seitfallzieher, traumhaft zum 1:0, aus dem Nichts zu dem Zeitpunkt. Hoffenheim war's egal. Doch Freiburg hat Nehmerqualitäten. Jeong, Gregoritsch, Sildilja, Jeong, Gregoritsch.
Ausgleich. Lange hielt dieses 1:0 nicht. Das verdiente 1:1. Noch einmal Hoffenheim. Baumgartner, Geiger, Ritter, Geiger und Kramaric in der 90. Minute mit der zweiten Führung des Abends für Hoffenheim. Und diese kam dann so spät, dass sie bis zum Ende Bestand hatte. Hoffenheim gewinnt glücklich mit 2:1 gegen, ja, enttäuschte Freiburger. Jo, hier seht ihr Ergebnisse und Tabelle im Überblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der Kurzfristigkeit und so weiter und so fort. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.